schon wieder der Krampf. Ich kann. Komm schon, hör auf, hör auf. Komm, hör auf. Kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Ich muss jetzt. Jetzt musst du mal weggehen, ey, Alter. Leider gerade so ein beschissenen Krampf, der immer wieder kommt. Unangenehm. Der geht dann immer fast weg, aber kommt dann stärker wieder. Oh, da habe ich. Ich wollte einen dritten schalten, aber habe dann Mutterbremse. Mach mal das, dass wir ein Rennen fahren oder so. Das ist. Ich fahre nachher wieder entspannt, gemütlich ein bisschen Qualifying. Ich will ein bisschen mit anderen fahren. Wie machen wir das? Wie machen wir das denn?
Hallo Jero. Cool. Bin gleich wieder lauter. Ich bin gerade wieder nur am Server einstellen. Da kann ich halt nicht beim Mikrofon reden. Moment. Scheiße, ich habe vergessen, was ich wollte. Ach so. So, ich habe mal das Wireless kurz aktiviert. Ja, das ist schön, dass was kühler ist. Das ist hier auch kühler, aber es ist trotzdem noch ultra heiß hier. Also es ist komisch. Es ist kühler, aber ultra heiß noch. Also nicht wirklich kalt. So, wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Content Manager, der hat jetzt Ungaro-Ring, ist den neuesten drauf, du, der hat 25.07. Tue ich jetzt hier, hat irgendwas gefunden, Ungaro-Ring, okay, was ist das? Z, was ist ein 27Z? Kann er mir die File anzeigen, wo die ist? Film Explorer, den Temp. Die jetzt mal ausschneiden, das weg, Tracks. Das hier entpacken. Kurz schauen, ob das. Okay, das kann man einfach überschreiben. Tracks. Das ist der gleiche Name, gell? Ja. Das ist der gleiche Name.
Ja. Ich wünschte, ich könnte das auch beim Server so machen. Downloads N2. Ja, ich muss kurz ins Wohnzimmer. Das ist ja Katastrophe von hier. Habe die IP nicht vom 21 oder vielleicht, warte mal. Ist das? Ja, ist richtig, oder? D. Steam Stuff, ist Apps. Common. Common Assetto Corsa, Dedicated Server, Assetto Corsa. Content. Drugs habe ich. So. Das hier, rechte Maustaste. Da. Hier einfügen. Jo. Brauche ich nicht. Das hier. Nutzen wir den überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, dann machen wir fertig hier. Natürlich hat er den Namen umbenannt, oder was? Extension ist auch noch dabei, oder was? Textures. Content und Extension. Rechte Maustaste, kopieren. Drax. Cursor, das einfügen. Alle ersetzen. Am Server. Assetto Corsa. Und jetzt hat. Okay. Wieder kurz warten. 1000 Sachen minimieren. Es ist immer noch ultra schwül hier. Ist irgendwie immer noch ultra schwül. Na, machst du irgendwas? So, was haben wir denn? Quali, machen wir den hier. Immer 2020 oder was? Ja, mir egal.
So, habe ich. Die ganzen Ohren nur schließen hier. Sonst ist das irgendwann wieder blöd mit dem Refresh-Dinger da. Okay. Okay, na gut, dann guck nochmal. Mach mal 20 Minuten Quali, 20 Rennen. Ich könnte auch 30 Quali machen, dann kann man entspannt rumfahren. Ich kann nur eine Pause machen zwischen zwei. Warte. Machen wir das so. Edit, aber das sind eine ganze Stunde dauert ungefähr. Time Quali. Okay, da müsste alles eine Stunde dauern ungefähr, dann passt das. So, dann gucken wir mal, können wir ja fahren. Nee. Teste ich mal mit dem hier.
Okay. So, das Audio-Ding sieht er jetzt, oder was? Ich hab's eigentlich nach unten geschoben. So, dann wieder umgeschaltet. Ich habe jetzt das Stock-Auto genommen hier. Dass mein Spiel dabei ist. So, ich habe jetzt mal umgestellt, ich weiß nicht, ob das mir was bringt, aber ich habe jetzt gemacht mal 20 Minuten Praxis, 15 Minuten Quali und dann 20 Minuten Rennen. Und ich habe die 1.2 Version der Strecke genommen, habe ich geupdatet eben. Für die neueste Version haben. Noch einige Fixes sind an denen, auf der. Ja, wir hätten auch die ganze Zeit so denn machen können, aber ich habe jetzt einfach begrenzt auf ein Auto und fertig. Ich kann das ja immer ändern, wenn es sein muss. Ich kann auch jedes Mal Rennen mit einem anderen Auto nehmen. Jetzt check ich es halt erst, was du gestern gemeint hast, hier, du versuchst, einen Termin zu finden. Ich dachte, du hast schon. Ja, aber das ist doch normal. Das ist doch normal. 6 Wochen. Vier bis sechs Wochen mindestens. Ja, sag ja, 4 bis 6 Wochen mindestens. Alles darüber hinaus ist einfach nur Lucky, wenn dann. Ja, wie ist denn jetzt heute im Vergleich zu gestern? Ist bestimmt schon anders, oder? Der Gino macht das schon. Der Gino ist in dem Auto nicht geübt, aber wir machen das schon. Ja, deine Augen müssten sich auch erst gewöhnen. Wenn dann nur ein bisschen was anders ist, dann irgendwie 0, irgendwas oder ein bisschen anders ist an irgendwelche Krümmungen oder. Das ist, dauert halt eine Weile. Hoffe mal, dass es normal wird.
Watch your rear tire temperatures, they're getting hot. Aber wir sind dafür da, um heiß zu werden. Ich hatte bei mir ja auch Zeit zu entscheiden. Aber ich bin halt nicht mehr zurückgegangen wegen dem Corona, wegen der Brille, weil es dann direkt auch in Corona reingefallen ist. Wollte ich dann nicht mehr zurückgehen. Oder war dann direkt so März 20. Ja, das war nicht März 2020. Oder? Ich bin nicht sicher. Oktober? Oktober 19? März 20? Hier war das irgendwie, ich wollte nicht zurückgehen und dann war es auch schon zu spät. Ich hätte zurückgehen sollen wegen dem Rahmen, ne? Habe ich, was ich gestern erzählt habe. Bin ich ja. Ich gehe eigentlich nur zu Optiker. Ist eigentlich alles super, nur der Qualität des Rahmens ist scheiße. Weiß nicht, ob du gestern dabei warst, als ich erzählt habe, warum das so ist. Der wärmt sich auf und dann lässt er sich halt easy biegen, egal welche Bewegung ich mache. Ob du Headset aufsetzt, ob du dich hinlegst oder so, bei mir ist es so, dass der Rahmen sich einfach biegt. Total nervig. PC sitzt Main, oder? Das musst du dem Optiker sagen. Vom PC sitzt Main, ich will so eine Brille. So was er sagt. Mit dem Alter soll es doch eh besser werden. Bis zu 25 Jahre, 30 Jahre wird das Sehvermögen einfach schlechter. Bis man irgendwann es erreicht hat. Und danach kann es wieder besser werden. Natürlich trägt der Computer mit FOV dazu bei, dass es besser wird. Je mehr FOV, desto entspannter für die Augen. Dann muss ich auch wieder nehmen, die Tabletten hier. Vergessen.
Wenn man aufstehen ist direkt neben dann. Also beim letzten Bluttest hatte ich grünes Blut. Fragt mich, warum, habe ich gesagt, ja, ich bin eine Zeit lang auf einer Vulkaninsel, habe ich gelebt. Klar. Deswegen, ist ja klar, oder? Und auf einer Vulkaninsel lebt, hat man grünes Blut. So wird es verstanden. Das muss ich, warte, ich stehe kurz auf. Ich nehme so schnell. Das muss ich ja jetzt auch machen. Jero, das muss ich auch machen. Deswegen direkt rein. Rein mit der Spritze, na klar! Was trinken muss ich? Ich nur nicht entladen. Hab ich neid zwirbelt hier. Eieiei. Oh.
Bist sicher? Die Straße scheint etwas dunkler, oder? Kommt bestimmt gleich noch, wenn ich wieder Spuren hinterlasse. Klar. Ich bin noch hier unterwegs. Am Spazieren, klar sind die fein. Das Wichtigste ist dass der Scheinwischer am Start ist. Ohne den geht gar nichts. Two-minute warning. Zeit ist eh egal, nur ein bisschen dran gewöhnen hier. Das Auto ist ja auch neu für mich. Ich bin hot all around, ich weiß, Baby. Kuss. Hat der Hai wohl geübt hier. Aber nicht am Server, weil er keinen Bock hatte. Ach, sind die ganzen Autos denn schon wieder nach oben gerutscht oder was? Ich dachte, die kann ich unten lassen für euch. Dann seht ihr die halt nicht, weißt du? Er versuchte so wie Xentern zu fahren, die eine Ecke da. Okay. Hast dich ja informiert hier. Nur bis sie geübt und Fernsehen geschaut.
Hayes. Ich muss schauen, was der andere sagt hier. Wie viel? Der sagt hier nur, die Rundenzahl. Und was sagt der andere? Ich glaube, der lernt nicht von anderen Sessions. Muss ich mindestens 2 Runden fahren, damit er sagt, wie viel ich tanken muss im Rennen. Frech. Der sagt mir gar nichts hier. Doch, sag mir doch. Wie viel? Okay. 12 Runden ist das Rennen, okay. Schneller, ich tue das Auto nachher den weg. Jeder Session machen hat für euch, das weg ist. Überleg sogar mit den anderen. Ich mache mal ein paar Runden mit den Reifen. Nachher wechsle ich die mal, weil die sind schon zu weich. Dass mir die dann im Rennen kaputt gehen. Xenti, moin. Was wir gerade fahren, ist ein Stockcar, was im Spiel dabei ist. Von Kuno selbst. Ich habe die Strecke auf 1,2 geupdatet. 1,2. Was für Zeit er da nimmt. So die letzte, oder was? Uiuiui. Ich hab bestimmt fast Cut bekommen, hab grad weggeschaut. Sicherheitsrunde. Dann gucken wir mal. Eine Sekunde langsamer als die Zeit vorher.
Yo. Müssen Sie bei iRacing machen, wir dürfen nur zwei Runden fahren. Im Qualifying geht's los. Und wenn du Cut machst, wird das deleted. Nimmst du am Arsch. Es ist nett, dass es dass ein bisschen Wind geht. Das zieht mir komplett in die Augen hier. Und stehe ich damit so der beschissen am Augenbettentzündung. Wie das heißt. Da ist fahren Endgegner. Ich glaube vorne noch ein bisschen mehr Reifendruck. Den Reifen. Mal schauen nach der Runde. Yo, abgehoben. Geht's aber los hier. Wow, 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 Alter! Tag. Boah, hast mich erschreckt. Ich begrüße dich. Oh, fuck you, man, hast mich voll erschreckt. Hallo? Ja. Aus dem Proberaum live, hier. Oder was? Wenn du schon kein Formel 1 mehr fährst. Aus dem Proberaum live. Ja. Alter, mein Puls wurde sofort 114 gestiegen. Voll erschreckt gerade. Wo ist denn dein Puls überhaupt? Du brauchst keinen Puls mehr. 116. Unten rechts. Ah,
Unten rechts ist der Chat davor. Das ist kein Chat. Ah, guck mal, ist schon wieder auf 113. Ist ja alles easy. Gestern bin ich hier mit 70. Gut. Gestern bin ich hier mit 70 gestanden, als ich mir eine Pillen genommen habe. Ich fühle mich morgens wie 80. Achso, du meinst den Puls. Ja. Es passt. Wenn du noch joinen möchtest in 5 Minuten das Rennen. In 5 Minuten das Rennen? Ja. Ich habe noch ein bisschen rumgebastelt. Wie immer, man kennt's mich ja. Und da wir beide ein bisschen rennen wollen, habe ich den Server umgestellt. 20 Minuten Training, 15 Minuten Quali und 20 Rennen, dann fängt's wieder von Anfang an. Hast du gesehen? Okay. Ich war auch, ich war auch so frei und habe mir einen Spaß erlaubt, aber anscheinend hat er nicht funktioniert. Was ist passiert? Oh, ich hatte in meinem Server auch. Ah, doch, es funktioniert. Weil ich gesehen habe, dass du nach Gags filterst. Aha. Habe ich in meinen Server auch einfach mal Gags eingefügt, dass der auch erscheint. Und ich dachte eigentlich, dann taucht das auf und du wunderst dich. Na, ich bin, ich habe hier meine Favoriten, öffne ich hier nur. Ja, und du hast dann leider nicht aktualisiert. Ja. Ach, nee, so, ich habe immer nur Favorit, habe ich. Dann verwirrend für die Leute, die danach joinen wollen. Nee. Ist ja alles gut. Ist ja Featuring Gags, ne? Jawohl. Ich habe jetzt einfach ein Auto festgelegt, dass es vom Spiel selbst ist. Kein Mod, nichts. RSR 2017 Porsche. Hey, wir könnten fast nur einen Porsche-Server machen, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe einen Porsche 21 noch, den aktuellsten RSR GTE. Also den habe ich auch auf dem Server getan, aber noch nicht aktiviert jetzt. Wir könnten fast einen Porsche-Server machen. Von 2010 bis 22 alle. Von GTE über GT3, Cup, alles einfach rein. Unser Porsche-Server. Ich weiß, was alles gibt. Oh, und keine Probe oder war schon die Probe heute? Oder kommt die noch? Abgesagt. Oh. Gesagt. Komm, wir müssen länger arbeiten. Das ist doch frech. Naja, habe ich auch schon gehabt. Ist jetzt nicht kein Weltuntergang. Ist sowieso gerade Urlaubszeit. Finde ich nicht so schlimm. Holen wir dann halt morgen, übermorgen. Keine Ahnung. Wenn dann Zeit ist nach. Ich habe die Version auf die 1.2 gepatchte Strecke. Oder auf, ja, genau, eine Version höher. Hab die vom Content Manager runterladen lassen und hab die draufgetan auf dem Server. Und ist ein bisschen, dass der Asphalt ist ein bisschen dunkler. Die Farbe vom Rolex am Anfang ist nicht mehr so weiß, ist jetzt dunkler. Ist ganz okay eigentlich. Ist ganz cool. Ich habe gestern noch Strecken getestet, wo ich sagte, die Grafik von den Strecken nicht getestet habe. Alter, das ist bei mir schon krasse Frames-Schwankung. Von 160 auf 100. 130 auf 100. Okay. Also, ich werde doch bald eine neue Grafikkarte kaufen. Kannst du ja, aber schlechtere Strecken? Die Grafik ist schon geil. Ich habe halt die Strecken, die 22 gemacht wurden. 20, 21, 22. Nur noch optimiert wurden. Und krass, wie das ausschaut. Auch der Asphalt, auch die Grafik und so. Auch der schaut ja schon besser aus jetzt, wenn du siehst. Ist auch schon optimiert ein bisschen. Aber Performance ist gleich. Und bei manchen Strecken ist so ein beschissenes Jubeln von den Zuschauern, wenn du vorbeifährst. Das ist so komisch. Ich dachte mir, what the fuck? Sind ja fast alle da. Xetran. Pichi. Ja, haben sich alle gefreut, dass du heute nicht kommst. Deswegen sind sie alle da. Ach du Scheiß, ja, tut mir leid, Jungs. Ja, jetzt musst du weg. Ja, ich bin ein bisschen gecruised mit dem Form, mit dem Porsche 21, dem RSR GTE. Warte, kein Time. Ah, das schau ich ja gar nicht mehr. Das machst du nicht, kannst du denn trotzdem mitfahren? Grundsettings von dem Porsche sind eigentlich gut. Hab den gestern Abend noch. Zwei Runden bin ich gefahren mit dem. Grundsettings passen eigentlich. Unsere normalen Zeiten können wir mit dem schaffen. Ein bisschen üben. Das, was ich halt interessant fand.
Bei dem jetzt, es gibt Ultrasoft-Reifen. Soft, Ultrasoft oder so. Also okay. Ganz wild. Wo ist der ungewohnt? Und ja, jetzt habe ich den mal. Ich könnte auch mal schauen. Vielleicht fahren wir ein, zwei Rennen mit dem. Wir können auch auf einen anderen wechseln. Alle paar Rennen, ich weiß nicht genau. Aber einfach ein bisschen rennen. Mir war gerade langweilig, als ich da allein gecruised bin. Es war echt keiner im Server, habe ich auf diesen Modus gestellt und dann sind es welche gejoint. Das Aufpassen hat kein ABS. Aber macht irgendwie kaum Unterschied. Also ich finde es schon geil ohne. Ich wollte eigentlich einen ohne komplette Hilfen haben. Aber die haben alle TC irgendwie. Warum auch immer. So ein bisschen zumindest. Ja, aber es ist schon geil mit der Bremse. Also man merkt richtig den... Ja, man merkt es wie das Auto. Wie das... Besser als... Also besser. Das, dass man am Pedal tritt, das merkst du am Wagen so, ne? Ja, gell, besser als mit ABS. Das war wie bei... Das erste, was ich gerade... Ja, das ist halt wie bei Formel 1. Du musst auch so ein bisschen dosieren. Du machst dein eigenes ABS. Am Anfang bremst du zwar stark, aber wenn du dann langsamer wirst, kannst du langsamer bremsen. Okay, wir müssen 25 Liter reintun für 12 Runden, laut meiner Anzeige. Ja, wir mal ein bisschen Rennen fahren hier. War ein bisschen öde für mich, allein die Runden zu drehen, weißt du? Weißt du, bist du ja da, jetzt passt ja. Jetzt können wir wieder alles normal machen. Muss halt noch arbeiten. Ich weiß gar nicht, ich habe ja früh aufgestanden, viel noch eingestellt, sortiert, gebastelt, probiert und auch erst vor 2 Stündchen hingesetzt, so richtig. Wie viel Zeit habe ich jetzt noch, bis es Rennen startet? Das ist die letzte Runde. Ich bin ja auch jetzt nur die kurze Zeit mit dem gefahren hier. Ist sehr, sehr ungewohnt. Ich werde auch nicht viel riskieren. Aber ja, machen wir einfach. Xenten ist ein 1,44 gefahren. Das freut mich. Das ist das halt. Das zeigt, dass der Wagen schon passt. Reinpasst in die. In unsere. Anderen Autos. Sector 3 ist 1,4 seconds off the pace. So, dann kann ich mal rüber. Okay. That's the end of the session. P2. Ja, und die 21-Version von dem Techni ist auch nice. Ist auch echt cool. Wie? Welche 21er? Mhm. Die von dem gleichen Auto. Die ist auch nicht schlecht. Okay. Die ist sogar wirklich gut eingestellt von Anfang an. Die hat nur die Softreifen und finde ich, ist vom Setup her